Hallo liebe Nörte, liebe Freunde, hallo Zuschauer unseres Kanals, ich bin der Ongrui und möchte euch heute ein weiteres Steam Early Access Spiel zeigen. Das hört auf den schönen Namen Rust, so wie Rost. Es ist ein Open World Survival Spiel. Da kommt einem natürlich als erstes die Vermutung, das ist bestimmt so ähnlich wie DayZ oder DayZ, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Wir beginnen in dem Spiel mit exakt drei Sachen. Einem Stein, einem Medikit, das man nur benutzen kann, das kann ich gar nicht zeigen, und einer Fackel, die, wenn es dunkel wäre, uns ein bisschen den Weg heimleuchten würde. Sinn und Zweck des Spiels ist es, zu überleben. Dafür gibt es mehrere Ressourcen, unter anderem, was ich hier gerade gesehen habe, was mich ganz glücklich macht. Steine, denn wir werden Stein früher oder später brauchen. Das dauert dann natürlich ein bisschen, wenn ich mit einem Stein einen Stein bearbeite und dann immer ganz viele tolle Sachen bekomme. So, jetzt ist der Stein alle und wir haben 10 mal, ich kann das nicht übersetzen bekommen, also Erz, Steine und dann dreimal noch Metallerz. Ich weiß jetzt allerdings gerade nicht, was Sulfur ist. So, als nächstes werden wir noch ein bisschen Holz brauchen. Das besorgen wir uns, indem wir... mit unserem Stein an den Baum hauen. Und da kommt dann auch ab und zu mal ein bisschen Holz raus, das wir dann gleich hoffentlich benutzen können. Ja. Holz, Holz, Holz. Das sind dann mal die ersten 20 Minuten, werdet ihr größtenteils diesen Bildschirm sehen. Diesen. Könnt auch ein bisschen nach oben gucken, um euch die hübschen Sonneneffekte anzuschauen. Und irgendwann ist der Baum dann auch leer und wir gucken mal, ob wir uns schon was craften können. Am sinnvollsten ist es am Anfang, sich ein Campfire zu craften, weil sobald es Nacht wird, wird es auch kalt. Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr Leben verliert, sondern einfach nur, dass ihr euer Essen, was man hier rechts unten sieht, was sehr wichtig ist, euer Essen viel schneller verbraucht, weil euer Körper ja entsprechend Energie verbraucht, sprich Essen, um Wärme zu erzeugen. Und da es kälter ist, muss er auch mehr Wärme erzeugen. Entsprechend geht das. Jetzt kriegen wir gleich Ärger, weil hier ist ein anderer Spieler. Hallo, ich bin lieber Morphex. Ich bin nicht... Ja, ich verbeuge mich auch. Ich bin nicht feindlich. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will nicht viel machen. Ich möchte hier bloß den Leuten mal das Spiel zeigen und hier weiter auf zum Beispiel diesen Baum einhacken. Ja, wie ihr gesehen habt, es gibt natürlich neben Bäumen und Steinen und Gras auch noch andere Spieler, die zu, sag ich mal, 80% darauf aus sind, euch einfach nur umzubringen. Falls ihr euch jetzt fragt, was ich mit dem ganzen Holz machen möchte, außer mir zum Beispiel ein Campfire zu bauen, zeige ich euch kurz. Ich kann unter anderem mir eine... ähnlich wie bei Minecraft, so eine Storage-Box bauen, in den ich dann Zeug reinlegen kann. Oder, was sehr wichtig ist am Anfang, ist so ein Wood-Shelter. Das bedeutet, das ist so eine Art kleine Hütte, wo ihr euer Zeug reinstellen könnt. Und wenn ihr dann noch einen Schlafsack habt und ihr sterbt, dann wacht ihr eben im Schlafsack wieder auf. Anstatt, so wie ich gerade beim Start, einfach nur ohne Zeug und beginnt ganz von vorne. Also es ist relativ wichtig, sich relativ schnell so einen Schlafsack zu besorgen. Die Sache ist nur die, selbst wenn ihr, sagen wir mal, so eine kleine Hütte habt, dort könnt ihr dann sogar auch eine Tür reinzimmern und da euer ganzen Kram reinlegt, das hindert andere Spieler, wenn sie die entsprechenden Mittel haben, zum Beispiel Dynamit, nicht daran, dort einzubrechen und euer Zeug zu klauen. Das ist nicht besonders gerne gesehen auf den meisten Servern, aber es kommt durchaus vor. Teilweise gibt es ja auch ganze Banden, die einfach nur marodierend durch die Lande ziehen und nichts anderes machen, als solche Leute wie mich, nackige Spieler, einfach nur kalt zu machen. Inwiefern das jetzt der Realität entspricht, ist abzusehen, aber ich sag mal, es ist ein ähnliches Konzept wie bei DayZ. Der Stärkere überlebt und im Endeffekt ist der Stärkere, der hier überhaupt erstmal irgendwelche Waffen hat. So, ich muss weiter abbauen, weil wir wollen uns jetzt gleich mal so ein Wood-Shelter bauen.
Ja, kann ich dir noch erzählen. Außer dass wir hier Holz abbauen, wie bekloppt. Und immer wenn ich das Menü öffne, hört er auf zu schlagen. Ja, was ich ja gerade noch sehe, was man noch erzählen könnte, was man aber auch schon gesehen hat, so linke Hand, sieht man, dass es hier einen weltübergreifenden Chat gibt, im Gegensatz zu DayZ, wo man ja immer nur mit den Leuten kommunizieren kann, die einem gerade gegenüberstehen. Um zum Beispiel Holz oder ähnliches schneller abzubauen, nehmt ihr euch einfach, beziehungsweise wollt bauen, eine Stone Hatchet. Dafür braucht ihr allerdings 5 Steine und wir haben nur 3. Wir könnten jetzt uns mal ein bisschen auf die Suche machen, ob wir eventuell noch so einen Stein finden, weil diese Felsen dort, die lassen sich nicht abbauen. Es lassen sich tatsächlich nur besondere Steine abbauen. Ja, wie man sieht, die Welt ist hier ein Bär. Ja, uns verfolgt ein Bär und da unten steht ein Zombie und ich würde sagen, das bedeutet, wir flüchten ganz schnell, weil darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Es gibt entsprechend nicht nur menschliche Gegner, die euch nach dem Leben trachten, sondern zum Beispiel auch noch Zombies, den wir gerade gesehen haben. Oder es gibt auch noch Bären. Oder es gibt eben auch noch Wölfe. Das sind so zusätzlich zu den Spielern die drei Parteien, die euch nicht viel Gutes wollen. So, ich glaube. Nein, wir haben den Bär nicht abgehangen. Das bedeutet, wir flüchten mal weiter. Ja, die Zombies sind ähnlich intelligent wie in DayZ. Die Wölfe und Bären auch. Obwohl ich von denen jetzt nicht so viel erwarte. Und ich hoffe, ich habe den Bären jetzt langsam mal abgehangen, damit wir hier noch ein bisschen was zeigen können, weil ich muss ja noch ein paar Bäume abbauen, damit wir uns wenigstens mal ganz kurz so ein. So, Bär, bist du weg? Ist ja unfassbar. So, wir brauchen ja nur noch wenig Holz. Da wollen wir uns das jetzt mal schnell besorgen. Damit ich das eben noch schnell zeigen kann. Das Spiel stützt sich im Endeffekt darauf, also erstens, die Entwickler wissen noch nicht genau, wo es hingehen wird. Zweitens, der Entwickler oder der Chefentwickler ist Gary Newman, den einige vielleicht von der Mod für Half-Life 2 namens Gary's Mod kennen. Drittens, aktuell läuft das Spiel so ab. Gucken, ob jetzt nicht. Jetzt können wir uns einen Woodshafter craften. Das dauert seine Zeit. Das Spiel läuft aktuell so ab, dass man sich halt relativ viele Ressourcen zusammensammelt. Am besten noch mit anderen Spielern. Das unterscheidet es ein bisschen von DayZ, muss ich sagen. Hier hat man als Einzelner eigentlich so gut wie keine Chance, sobald man auf Gruppen trifft. Bei DayZ ist es zwar auch so, aber ich finde es hier deutlich schwieriger zu überleben. Und eventuell auch überhaupt Spaß an dem Spiel zu haben, weil die Community ist aktuell sehr schwierig, muss ich sagen. So, wir haben den Woodshelter fertig gecraftet. Jetzt können wir uns den hier unten ins Inventory ziehen, beziehungsweise in die Quickstart-Leiste. Und dann seht ihr schon, wie das abläuft. Muss mal kurz husten, Entschuldigung. Ihr könnt dann hier quasi mit so einer Blaupause euch irgendwo euer Häuschen hinstellen und dann mit der linken Maustaste das dort platzieren. So, jetzt gucken wir mal noch schnell, was eine Tür kostet. Da brauchen wir auch noch mal 20 Dinger für. Ja, die Welt ist relativ leer. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Es gibt allerdings so ein paar Konstrukte. Ich würde jetzt nicht Dörfer sagen, aber es macht alles so den Eindruck von verlassenen Fabrikanlagen. Und wenn ihr euch dorthin begebt, werdet ihr relativ schnell feststellen, dass rechts unten die sichtbare dort sozusagen die Radioaktivität zunimmt. Und das kann euch auf Dauer natürlich auch noch töten. Das Einzige, was euch dabei helfen kann, sind Klamotten. Und Klamotten kriegt ihr entsprechend durch Leder, was ihr wiederum von Tieren, sowohl freundliche, weil es gibt auch, also es gibt freundliche Tiere, Tiere, die euch nichts antun möchten. Da gibt es nämlich noch Schweine und Rehe.
und eben auch Wölfe und Bären. Von denen, wenn ihr die tötet, bekommt ihr jedes Mal wieder ein bisschen Leder. Und daraus könnt ihr euch anfangs dann halt erstmal eine Hose machen, so wie man es von Minecraft kennt. Eine Hose, ein Oberteil, eine Mütze und ein paar Schuhe. Und entsprechend, je länger und intensiver ihr sammelt, desto mehr Zeug bekommt ihr entsprechend auch. Sprich, wenn ihr dann irgendwann mal viele Steine habt, dann könnt ihr euch dann einen Ofen bauen, in dem ihr dann Sachen schmieden könnt. Also das Crafting-System ist, sagen wir mal, schon irgendwie aus Minecraft entlehnt, aber eben mit der restlichen Art und Spielweise von DayZ. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben genug für unsere Tür gesammelt. Jetzt müssen wir bloß noch unseren Shelter finden. Genau. Dann craften wir jetzt kurz die Tür, das dauert auch wieder 30 Sekunden. Es gibt allerdings auch Server, da ist halt Instacraft aktiviert. Da gibt's entsprechend drückt da drauf und es ist sofort da, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil es geht hier halt auch immer noch ein bisschen darum, zu warten, die Umgebung, also dass nicht immer alles sofort da ist. Sprich, wenn ihr euch eine Waffe craftet, dauert das dann vielleicht 2 Minuten oder sowas. Ich bin noch nie bis dahin gekommen, weil ich vorher immer von anderen Spielern getötet wurde. Aber es wäre halt irgendwie albern, wenn man sich eine Waffe oder ähnliches, weil es gibt dann später auch noch Schusswaffen und schusssichere Kleidung und sowas, wenn das alles von jetzt auf gleich gecraftet werden könnte. Wir gucken mal, ob unsere Tür fertig ist. Ja, unsere Tür ist fertig. Wir rüsten sie aus und können sie dann hier, ihr seht, so rot kann man nicht hinstellen, aber hier in die Hütte passt sie rein. Könnt ihr dann öffnen und habt dann erstmal eure eigenen 4 Wände. Dort könnt ihr dann später, was heißt später, da könnt ihr dann euer Campfire hinstellen, das können wir jetzt sogar auch mal noch craften. Und einen Schlafsack und eine Truhe und so weiter. Und dann seid ihr erstmal halbwegs sicher und könnt auf Erkundungszüge gehen. Und immer wenn ihr sterbt und nicht zu viel dabei habt, dann ist das gar nicht so schlimm. Weil ihr wacht ja hier drin wieder auf mit all unseren euren Gegenständen. Hoffentlich in der Kiste. Campfire ist fertig. Das Campfire können wir jetzt auch noch platzieren. Und da kann ich auch nochmal kurz zeigen. Man kann das ja auch usen. Das bedeutet, man kann es anmachen. Und dann seht ihr rechts unten auch, ich kann es jetzt schlecht zeigen, doch hier, rechts unten, da wo die Maus gerade wackelt, steht jetzt Comfort. Das bedeutet, dem Typ ist warm. Wenn er länger E gedrückt haltet, könnt ihr auch das Campfire öffnen, das Lagerfeuer. Und könnt dann, falls ihr jetzt Fleisch von Tieren oder so dabei habt, das auch noch kochen, weil rohes Fleisch essen ist schlecht. Dann geht es eurem Charakter schlecht, er ist krank. Seine Lebensanzeige, also sein Leben sinkt rapide. Er übergibt sich mehrmals. Also auch ein bisschen, wie man es von DayZ kennt. Aber man stirbt halt nicht man stirbt nicht unbedingt dran. Aber es kann durchaus vorkommen. Ja. Ich glaube, das war jetzt genug an Einblick. Das Spiel ist viel zu komplex, um das jetzt innerhalb von so einer kurzen Zeit komplett zu erklären. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Und falls es noch Fragen gibt, könnt ihr die gerne natürlich unter das Video schreiben. Ich habe tatsächlich auch schon so 6-7 Stunden habe ich schon rein investiert, also ich kann schon ein paar Sachen beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Euer Ongrui.